Hey Leute, willkommen zu einem weiteren kleinen Callisto Protocol Guide. Und zwar braucht man ja für Platin oder 1000 Gamerscore den Hochsicherheitstrakt Schwierigkeitsgrad. Also man muss das Spiel auf ganz, ganz schwer durchspielen und ja, das ist wahrscheinlich auch wirklich richtig schwer. Und dafür gibt es einen kleinen Trick, der mit der Version 1.006.000 noch funktioniert, aber es wird bestimmt bald gepatcht werden. Also solltet ihr das am besten so schnell wie möglich ausprobieren. Also ihr müsst das Spiel auf jeden Fall erstmal durchzocken und den Endboss in Kapitel 8 besiegen. Den zeige ich euch jetzt nicht, damit ich euch nicht spoiler. Und nach dem Endboss gibt es eine Zwischensequenz und danach seid ihr hier in dem Gang und müsst flüchten. Dort drückt ihr jetzt auf Pause und dann stellt ihr den Schwierigkeitsgrad auf Hochsicherheitstrakt ein. Dann speichert ihr das Spiel und dann lauft ihr den ganzen Weg halt eben bis zum Ende durch und dort gibt es wieder eine Cutscene. Anschließend kommen dann die Credits und dort werdet ihr dann die Trophäe oder das Achievement für das Beenden des Spiels auf einen beliebigen Schwierigkeitsgrad bekommen. Jetzt müsst ihr einfach den Spielstand von eben neu laden, schaut am besten auch nochmal nach, ob es wirklich auf Hochsicherheitstrakt gestellt ist und dann lauft ihr wieder den Gang entlang, dann kommt wieder eine Cutscene. Dann kommen wie eben auch die Credits und dann solltet ihr auch die Trophäe oder das Achievement für den höchsten Schwierigkeitsgrad bekommen. Die heißt, das Protokoll strebt nach Leben. Also wie gesagt, in dieser Version funktioniert es noch und falls es gepatcht wird und ihr nur die digitale Version habt, dann habt ihr leider Pech gehabt. Mit der Disk-Version sollte es dann noch funktionieren, wenn man das Spiel neu installiert und die Konsole dann aus dem Internet nimmt, damit sie keine Patches mehr runterladen kann. Dann sollte das eigentlich auch gehen. Ach ja, und falls es nicht sofort bei euch funktioniert, dann probiert es gerne öfter, denn bei mir hat es auch erst nach dem zweiten Versuch geklappt. Und dann hatte ich die Trophäe. Ihr könnt auch probieren, einen automatischen Spielstand dort in dem Bereich zu laden und dann wieder auf Hochsicherheit zu stellen, dann wieder speichern und dann einfach weiterlaufen. Irgendwann sollte das eigentlich funktionieren. Also Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Guide helfen und ja, hoffentlich hat es euch auch gefallen. Wenn ja, lasst gerne Feedback da und wir sehen uns dann im nächsten Guide wieder, Leute. Haut rein und bis bald. Wenn euch das gefallen hat, dann schaut gerne in meine anderen Videos vorbei. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne abonnieren. Danke fürs Zuschauen, Leute.